Hallo und willkommen zurück, ihr Insektenvernichter, zu Wildcat, die Gun Machine. Wir sind immer noch im zweiten Level, beziehungsweise in der zweiten Ebene. Ich habe ein paar neue Waffen gefunden, bin ein bisschen stärker geworden. Ich habe immer noch über 1500 Knochen, also ich war zwischenzeitlich nicht bei dem Kontrollpunkt, beim Kaufpunkt. Mein Geld da ausgegeben. Achso, das war der, genau, das war der Spawner. Ja, ich weiß wieder. Ist ja auch schon bestimmt 5 Minuten her, seitdem ich dem letzten begegnet bin, also. Also diese Waffe hier ist super geil, ne? Da lassen wir mal Werfer. Aber ich habe gerade so ein paar Probleme ab und zu, mich nicht treffen zu müssen. Zum Glück bekomme ich es dann doch hin, wenn die Rüstung weg ist. Also die Rüstung verliere ich immer. Und dann beim Leben zum Glück nicht mehr ganz so sehr. Da passe ich dann ein bisschen mehr auf, wenn das ganz in diesem Bereich kommt. Da bin ich ganz froh, dass ich das schaffe mittlerweile. Ausweichen kriege ich auch ganz gut hin. Manchmal. Geschosse. Eine Brandgranate. Oh, die Brandgranate hat ja. Und Alter! Habt ihr das gerade gesehen? Dieses Höllentor? Das war meine Brandgranate. Und das war's auch schon. Ein Skelett nochmal, ein paar Knochen. 40 Stück, gar nicht so schlecht. Auch wenn ich mittlerweile schon bei 1700 bin. Was sind so ganz andere Kategorien. Gibt es hier noch was? Munition habe ich gerade eingesammelt. Eben brauche ich gerade nicht. Okay. Ah ja. Schaut mal her. Direkt der nächste Schlüssel. Das heißt, wir gehen mal zurück. Und jetzt... Da oben gab es eine Waffe. Wir holen uns zuerst die Waffe. Okay. Oh, das ist... Muss ich gleich mal ausprobieren. So, gleich mal im Kampf. Lass uns mal schauen, was es hier gibt. Keine großartigen Erweiterungen. Abklingzeit von Sprinten. Gewährt die Fähigkeit, ein weiteres Mal zu sprinten. Ist nicht schlecht. Erhöhtes Bewegungstempo könnte ich mir auch noch kaufen. Oder ich spare jetzt noch ein bisschen. Ich könnte natürlich auch günstigere Waffen nachkaufen und sowas. Er hat gerade nicht so viel Sinn für mich. Hinterblau ist gelb. Einmal dort. Ich schaue gerade mal auf der Karte ein bisschen rum. Da oben war ich. Und sonst gibt es, glaube ich, nicht. Ich will halt wirklich nichts verpassen. Also irgendwelche Waffen oder so, ne? Deswegen schaue ich mich nochmal um. Hier unten wären noch einige Schilde, die ich mitnehmen könnte. Ja, holen könnte, besser gesagt. Was ist das hier? Was ist das? Ach, grün. Genau. Grün, da komme ich auch noch später hin. Da wird es dann wahrscheinlich einen Boss geben. Hier noch die Skelette ab. Ausnehmen. Farmen, wollte ich schon sagen. Türen öffnen. Okay. Und dann gehen wir in den nächsten Kampfraum. Toll. Oh, das ist gegen die auch gut. Schaut mal. Ja, da. Gefällt. Das war mir auch ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Da muss ich dann überlegen, welche Waffe ich nehme. Also ich bin mittlerweile echt so ein bisschen, ich weiß es nicht, ich glaube, das ist ein bisschen unentschieden für mich. Plasmawerfer hat mir eben ziemlich gut gefallen, aber dieses Doppel-MG hier ist auch ziemlich stark. Allerdings hat der Plasmawerfer noch so einen Nachbild hinterlassen. Könnte man sagen, Nachbild nennen. War jetzt ein bisschen schwächer. Aber hat dadurch eben nochmal andere Schaden zugefügt. Wenn der Gegner tot war. Was ja auch ein Vorteil ist. Dadurch kann ich mit einem Schuss mehrere Gegner treffen. Und hierbei ist ein festes Projektil, was es trifft, das trifft es und das ist dann halt weg. Also das Projektil. Und wenn der Gegner auch weg ist, dann wird der Rest des Schadens verschwendet. Schaden verschwenden. Hier wieder durchballern. Okay. Ja, okay.
leider nicht durchschießen. Problem ist, der kann in die Ecke schießen. Ah, toll, jetzt ist mir so ein dummes Vieh da reingeflogen. Mein Gott. Hey, da, schon wieder. Ich hab schon wieder nicht getroffen. Weil es zu klein war. War zu klein oder so, ich hab keinen. Was mache ich denn? Das war ja viel. So, eine taktische Masse war so. Cool, ich habe noch zwei Schuss. Granate, dahin. Passt perfekt. Oh, die Granate ist so unfassbar geil. Habt ihr das gesehen? Wie geil die ist. Wow, die Spawner. Weg damit. Das sind alles Spawner hier gerade. Okay. Okay, reicht mir. Gunmaschine. Gunmaschine. Power run. Bombs, weg damit. So, hier war noch Munition. Ich will mit. Ja, habe ich ein bisschen was verschwendet. 101 Schuss. Ja, das wird's gut. Gut, erstmal hier rüber. Rüstung. Rüstung und Knochen. Wird wieder geballert. Ja, haben wir ja. Ich wünschte, es gäbe so eine allgemeine Schadenserhöhung. Das fehlt mir so ein bisschen. Dass jeder Kauf, also alles, was ich mir kaufe, einen Level abbringt und dann halt dementsprechend auch so ein, zwei Schaden, je nachdem, wie das halt gewertet wird, das Ganze. Mehr Basisschaden und so, ein bisschen mehr Basisleben oder sowas bringt. Da würde ich mich noch stärker fühlen. Dann könnte ich länger hier solche Waffen spielen, die meine Zielsuche geschossen haben. Oh, einfach mal ein bisschen in die Ecke schießen hier. Weil die Geschosse kommen leider nicht an. Wir haben nur eine begrenzte Reichweite. Schade. Einfach noch ein bisschen durch die Gegend laufen und schauen, was genau das ist. Selbst in Kampfräumen habe ich ja schon Waffen gefunden. Okay, ein Schild. War nicht schlecht. Ich entdecke ich mal so ein bisschen. Aber der Rückzug und auch im äußeren Ring bleiben ist da schon besser, um nicht getroffen zu werden und keinen Schaden zu bekommen. Was soll das denn jetzt werden? Wo kommt ihr denn noch einmal her? Warum kann ich das Ding nicht mehr treffen? Das war ja doof. Okay. Ja, komm her, bleib stehen! Ich will einfach mehr bauen. Ja, richtig gute Gegner hier. Toll.
kann auch sein, dass das Ding, dieser Blitz, die Anzeige schneller auffüllt. Auf jeden Fall bin ich trotzdem schneller. Von der Farbe her könnte es aber auch sein. Oh Mann. Okay. Box. Zack, grüner Schlüssel. Da war ich drin. Hier ist kein Portal, ne? Ja, okay, dann grüner Schlüssel. Nehme ich mit. Wir gehen raus. Brauche ich nicht noch mehr? Ja, dann gehe ich da lang. Gehen wir noch mal kurz in den Shop. Für 2000 kann ich mir was holen. Kann ich auch schon mal öffnen. So. Okay, Bewegungsgeschwindigkeit würde ich sagen. Klingt doch ganz gut. Die Bewegung ist beim Schießen ungebremst. Oh cool. Ich wusste gar nicht, dass das so ist, aber gut, dass es dann nicht mehr so ist. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, ich hole mir noch ein extra Leben, ja. Ja, ja, ja. Ja, doch. Klingt gut. Dann nehme ich die Plasma-Kanone, die zielsuchenden Geschosse und bereit. Ja, die Maschinenkanone da eben war ganz cool, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich probiere es jetzt lieber noch mal. So, ich glaube, die Gun Machine will ich jetzt so lange aufheben, wie es irgend möglich ist. Da liegt meine Mission drin in der Mitte. Das heißt, ich werde Munition benutzen. Okay. Alles schön braten hier. Oh, nochmal. Okay, cool. Geschafft. Easy. Nochmal so ein Raum. Aber jetzt kommt man hier hin, wenn man schon sehr viel stärker ist. Da kann man gleich mal austesten, wie viel man stärker ist tatsächlich. Aber beim ersten Mal hat mir das ja richtig Probleme bereitet, ne? Ja, halten die auch gerade ein bisschen mehr aus. Das sah gerade so aus, als würden die auch mehr aushalten. Na ja. Alles weg, alles weg. Ah ja, Schild. Schild ist gut. Nutze ich mal, um hier durchzukommen, zu dem. Den richtig gefährlichen Gegner. Ach, Mann. Eigentlich wollte ich Munition mitnehmen für den Notfall, dass ich nicht getroffen werde, wenn ich es brauche, dann Munition habe und so weiter. Bla, blub. Und was mache ich? Renn genau rein. Okay, Kontrollpunkt. Boah. Nee, ich heb das auf. Ich heb das auf. Ich werde ja wahrscheinlich gleich zu einem weiteren Ebenenboss kommen. Schleimorg! Ach du Kacke! Moment, heilen die den? Hört ihr mal auf? Am Ende, oder der nährt die. Der, die das nährt ist. Und macht daraus große. Bestimmt. Was muss ich angreifen? Was war das? Was hätte ich angreifen müssen? Shit! Hätte irgendwas angreifen müssen. Okay, Gewehr. Nein!
Oh, Mist. Ich habe keine Ahnung. Irgendwie ist der Kampf sehr seltsam. Einfach weiter draufballern. Oh. Das war's? Das war der Kampf? Okay, ich bin zufrieden. Ja, keine Ahnung, was soll ich da sonst zu sagen? Also, der Kampf war ein bisschen besser. Nochmal 750 Knochen. Wir haben das Tor geöffnet, in der Mitte. Das heißt, ab zum nächsten Ebenenboss. Ja, juhu, yeah. Oi. Keine Ahnung, was das mit den Tentakeln ist. Vielleicht gibt es später noch einen anderen Schwierigkeitsgrad oder so, wo das wichtig wird, aber jetzt war es komplett irrelevant. Deswegen, keine Ahnung. Einfach kein Plan. So. Wir gehen jetzt noch zum Ebenenboss. Würde ich sagen, dann passt das auch ganz gut. Ich weiß ja jetzt ungefähr den Ablauf. Das heißt, da müsste jetzt gleich wieder ein Kontrollpunkt stehen. Wir können noch mal schauen, was wir kaufen. Ich habe jetzt wieder ein paar Credits. Knochen halt. Und es gibt neue Waffe. Jawohl. Feuerschuss. Sehr schnell. Baby. Schaut euch den Damage an. Kaufe ich. Oh, die Musik ist schon wieder geil. Ja, das ist auch Feuerschuss. Dann könnte ich hier jetzt tatsächlich... Jetzt ist die Frage. Das ist aber schlechter. Doppelschuss würde aber bedeuten, dass jeder Schuss so viel Schaden verursacht, oder? Dann wäre es ja insgesamt stärker. Oder ich gehe. Nee, das hier wollte ich doch. Warum hat das jetzt hier geändert? Werde unsichtbar und verschieße für kurze Zeit Zielprojektile. Die Lernmaschine verschießt zudem Zielraketen. Ich weiß nicht, warum man hier mehrere braucht. Außerdem, wie gesagt, wird man nicht unsichtbar. Genau wie das hier, das ist eine Aufwertung. Naja, okay. Also wozu man die Basisvariante noch bauen sollte? Was ist das? Alles klar. Nehme ich. Schauen wir uns gerade trotzdem nochmal an. Stinger-Kanone, Sprengprojekt. Ja, alles klar. Meins. Yeah. Sieht es schon? Voll. Vor allem, wie sie mit dem Kopf nickt, wenn sie läuft. Das passt auch ziemlich geil. Ah. Oh. Oh. Serbia. Geist der Bestie. Oh, ich habe gar keine Rüstung. Kacke. Okay. No. Was zur Hölle? Oh. Ach so, ja gut. Nee, man sollte einen Kontrollpunkt wiederbeleben, dann wird die Munition nämlich aufgefüllt. Ach du Scheiße, der hat mich mit einem Schuss weggeballert, ey. Ach du Kacke. Wow. Ich weiß jetzt natürlich nicht, woran das liegt, ob ich zu nah einfach dran war. Ja, okay, wenn ich weit genug wegbleibe, dann passiert das auch nicht so. In der im Ausmaß, zumindest. Ich muss halt immer rausfinden, erstmal, wo der Gegner ist. Ne? Oh, ja, alles klar, am anderen Ende der Map. Raketen fliegen leider nicht ganz so schnell. Nein! Oh, ja, geil. Direkt zweimal reingerannt hier. Ja, mach doch mal.
Shit, ey. Wenn ich wenigstens ein Schild gehabt hätte oder so, eine Rüstung. Aktivieren. Geil. Ein neuer Mac. Was hat neuer? Ah, okay, das ist die Kanone. Da habe ich jetzt eine richtig fette Kanone einfach. Wie sie sich freut. Jawohl. Ups. Oh, gleich mal ausprobieren das Ding hier. Ups. Muss aber schon nah ran, ne? Das ist mehr so ein Shotgun-Bild. Dafür Damage. Damage, Damage. Ah, okay. Wenn ich stehen bleibe und gezielt schieße, dann wird die Reichweite noch ein bisschen erhöht. Dann kommt nochmal so eine sekundäre Explosion. Aber die Musik. Ey, Leute, so geil. Akt 3, göttlicher Makel. Wir schauen uns nochmal an, was es im Kontrollpunkt Neues kaufen gibt. Das ist schon einiges. Sie kosten jetzt 1800 bzw. 2400. Splitterprojektile, okay. Doppelschuss, durchschlagende Projektile. Boah, heftig. Haben wir hier? Sprengprojektile? Ja, tragbare Granatwerfer, alles klar. Der Schaden ist halt auch. Und automatische Pistole, sehr schnell. Normale Schüsse dann dementsprechend. Hier haben wir neue Granaten. Oh. Die Gegner vor der Sprengung heranzieht. Interessant. Also, schon ein paar interessante Dinge. Besonders das hier. Doppelschuss, durchschlagende Projektile. Also gegen Gegnermassen ist das ja unfassbar stark. Schnelle Kadenz. Also Kadenz schnell. Hohe Kadenz. Splitterprojektile weiß ich nicht. Wird auch hauptsächlich gegen Massen sein. Schätze ich mal. Granaten, Sprengprojektile auch. Aber der Schaden ist auch so gut, dass man den durchaus gegen Bosse verwenden kann. Oder automatische Pistole einfach sehr schnell. Auch geil. Im Prinzip kommt alles auf selber raus. Gegner killen. Killen. Die Gunmaschine verschießt zudem Laserstrahlen. Also entweder Zielraketen oder Laserstrahlen. Kann ich beim nächsten Mal dann zusätzlich verschießen. Die Raketen werde ich jetzt nicht nehmen. Die Singer-Kanone ist zwar geil, aber Feuerschuss ist auch gegen Massen besser. Und ich würde sagen, Like, Abo, Kommentar, lasst doch mal was davon da. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag. Tschüss.